Talk! Ist okay, Lars, ist okay, ich hab's verstanden. Soll ich's nochmal wiederholen? Nehmen wir ganz kurz die Pete aus dem Autohaus raus. So. Wer robotert? Lars oder Seebeat? Ich nehme an Lars, aber. Ja, wie immer. Blöde Maus hier gerade. So. Ich glaube fast, Lars hat seine Leitung. Ja, wer sonst? Was denn? Er hat gerade bei Zepid im Chat geschrieben. Ich glaube fast, Lars hat seine Leitung. Ja, ja. Wer sonst? So ein bisschen geringfügig. Das stimmt. Nein, nicht ihr. Zurück. Mal in den Chat gucken, dann könnt ihr auch beide Streams verfolgen, dann könnt ihr auch auf die Finger schauen von den beiden, dass da gar keiner schummelt. Wir haben nämlich Sonderregeln. Ja. Die Sonderregeln sehen so aus, Allianzen sind erlaubt. Es gibt nur einen Bauhof, eine Kaserne, zwei Waffenfabriken, drei Sammler, zwei Werften maximal. Keine Schlachtkreuzer und kein Nicht-Angriffspakt. Und daran müssen sich die beiden Herren halten. Bestätigt. Bestätigt. Hast gewonnen. Ja, ich glaube auch. Ja. Sorry. Konntest du noch weiterbauen, als die Verbindung abgebrochen ist? Ich konnte weiterbauen, ja. Ich weiß auch nicht warum. Normalerweise hätte er mich rausschmeißen müssen. Bitte, was? Weißt du, ob Frank noch kommt? Hab ihn mal Bescheid gestoßen. Bescheid gestoßen? Tut mir leid, Zepid. Da konnte ich nichts für. Ich wusste nicht, dass die Technik, dass das Internet abkackt. Sorry. Ist halt so. Na denn, Revanche. Oder nicht? Raum wäre offen, wenn er will. Weil war ja jetzt ja nicht unbedingt ein fairer Sieg, oder? Ja, wenn er weiterbauen konnte, bei mir war es pausiert und ich musste warten. Ne, deswegen. Deswegen verstehe ich das nicht. Dann hätte es bei mir ja eigentlich auch pausiert sein müssen, beziehungsweise kurz war es ja gefreezed bei mir. Aber danach hat er sofort nochmal weitergemacht. Na, dann mach ihr jetzt noch eine Runde. Wenn es nicht geklappt hat, dann... So. Und wie gesagt, ich hab alles andere ausgeschaltet, also... Ich weiß nicht, woran das lag. Dann machen wir noch eine Runde. Sonst fangen wir an mit dem versauten Zeug an heute. Moment, was? Moment, wegen Bild. Erstmal wegen Bild gucken. Also, ja, okay. Du bist ja wohl... Ist okay. Zählst du runter, Clara? Ja, okay. Ich muss ja auch auf den Chat achten. Habt ihr mir ja die Aufgabe gegeben? Richtig, oder? Ja. Haben wir, ja. Ist richtig. Gut. Duell klappt nicht, Frank. So, dann auf die Plätze. Fertig. Wie befohlen. Los. Dürft starten. Wird gebaut. Dann wollen wir mal. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Na los, Zepi, du kannst mehr.
Frank, bist ja auch vergeben. Frank, du warst doch gar nicht gemeint. Er redet doch eindeutig mit einem gewissen Herrn Funk, wer auch immer das ist. Herr Funk? Funk ist ein guter Kumpel von Gronkh. Der immer so eine sexy Stimme an den Tag guter legt. Kumpel? Hallo, die sind ein Pärchen. Davon weiß Partner. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist die heimliche Liebesaffäre. Hashtag Fronk. Genau. Die heiße Affäre von Erik. Ich bin mal gespannt, wo du diesmal sitzt, Sepit. Konstruktion abgeschlossen. Einheit bereit. Wird gebaut. Bereit zum Einsatz. Jawohl. Einheit bereit. Bereit zum Einsatz. Bestätigt. Sofort. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Jawohl. Wird gebaut. Gestoppt. Einheit bereit. Besteht in Ordnung. Eine echte Liebe eben. Wird ja, ja. Einheit bereit. Erwarte Ihre Befehle. Sofort. Melde mich wie befohlen. Ich bin jetzt wieder so angespannt. Ja, Sir. Es ist halt so eine Liebesbeziehung wie zwischen Laszlo und Sepit, nicht wahr? Ich dachte, Frank und Laszlo. Ja, aber ich dachte, du gehörst auch dazu, oder nicht? Ja, irgendwie schon, ne? Es ist halt das, Polyamorie. Das ist eine flotte Mehrfachbeziehung. Ah ja, ich weiß, wo du sitzt. Uff, wir haben 10 Zuschauer. Bei Sepit. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Meine Güte. Was ist da los, Sepit? Weiß ich nicht. Die sind alle gekauft. Ja! So. Clara hat eingekauft vorher, genau. Sofort. Sehr gern. Konstruktion abgeschlossen. Sofort. Sehr gern. Ah ja. In Ordnung. Jeder mit jedem Boy. Das sowieso, jeder für jeden. Mit jedem, also, ne? Was? 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 Die ganze Welt. Okay. Dann denken keine Schlachtkreuzer. Muss man ja irgendwie nochmal, ne? Und so. Ich will es nur einmal in den Raum werfen. Ich sehe sowieso nicht, was hier passiert. Das sieht aus, als hätte der Lars schon wieder den Sepit gefunden, ne? Warum baust du dich weg, alte Drecksau? So ein Mauspad ist scheiße. So. Wird gebaut. Wird gebaut. So. Läuft der Stream denn jetzt bei mir besser? Ja, ja. Beides läuft. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal etwas, genau. Der Chat ist sehr, sehr still. Schauen alle gebannt zu. Ja, ich glaube auch. Scheiße. Ich bin ja genauso angespannt. Mindestens. Wenn nicht noch mehr. Zepit ist mein erster und schwerster Gegner. Das darfst du gerne als Kompliment sehen, Sepit. Danke. Oh. Also Lars bei Sepit ist auch schon confirmed. Ja, so ungefähr, ja. Ja, Sir. In Ordnung. Können wir uns ja wieder Anglizismen klauen? Das gute alte Bromance. Erwarte Ihre Befehle. Bros in Love. Habe ich irgendein Lied früher gehört, wo es um Bromance ging? War voll schön. Echt? Ja. Alter, lass doch die Kastentür. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Einheit. In Ordnung. Wird gebaut. Ja, Sir, in Ordnung. Bestätigt. Es geschehen schon wieder Dinge bei mir im Stream.
Also was ich sehe, ich habe ja Verzögerung. Es hört sich so an, als würde es schmerzhaft werden für Lars gerade. Wie machst du das jedes Mal? Okay, es wurde irgendein Gebäude zerstört. Ich habe keine Ahnung von den Gebäuden, deswegen keine Ahnung, muss ich mal kurz gucken. Ich habe eine Waffenfabrik und meinen Bauhof verloren. Ah, okay. Gut. Aber ich bin noch nicht am Ende. Und das weiß CP voll auch. Rein. Voll rein, schreibt der L. Genau, das ist halt einfach, Angriff ist die beste Verteidigung, denkt sich CP. Der knüppelt einfach rin. Der klüppelt, ja. Der Peter klöppelt. Mann, no. Entschuldigung. Ich wollte mal ein bisschen Witz reinbringen, ein bisschen Esprit. Russian Kill, sag ich doch. Ah, ja, doch. Hast recht, ey. Frank, ich räche mich für dich! Ich werde wahnsinnig. Nice. Mein verdammtes Twitch-Konto will andauernd Zepid hosten. War ein guter Kampf, Zepid. War ein guter Kampf. Wie schon. Ich hab grad nicht hingeguckt. Was für ein scheiß blau Fussel hier, ey. Ach, jetzt läuft's. Fickt. Puh. Also steht's jetzt 2-0 für mich. 1-0. Okay. Wollt ihr denn Best of 5 machen oder? Nö, er hat gewonnen, fertig. Okay. Trotzdem guter Kampf, Zepid. Immerhin, du hast mir eine Waffenfabrik und meinen Bauhof weggehauen. Das ist schon mal etwas. Boah. Angespannt. Wie sieht's im Chat aus? Sehr still. Sehr still. Oder willst du noch eins machen? Mir ist es egal. Mir auch, ehrlich gesagt. Vielleicht just for fun. Wir zwei gegen zwei KIs, mir ist es egal. Wie du möchtest. Dann nochmal gegeneinander. Nochmal gegeneinander? Zepid hat Blut geleckt, ich merke das schon. Zepid, EDF, entspannt, schwör. Was? Schreibt L. Hä? Was? Ja, ich kann damit nichts anfangen. Nee, ich kam beim über das Passwort nicht rein. Das hatte mich gerade so ein bisschen irritiert. So. Musste PC neu starten, wie ist ausgegangen? Alles okay, Frank, hast nichts verpasst. Also, beziehungsweise Lars hat gewonnen. Ja, ja. Aber gibt noch eine Runde. Alle guten Dinge sind drei, ne? Oder schlechten. Weiß man nicht. Na gut, die erste Runde war ja aber auch mit einigen Problemen. Ich hatte das nicht gesehen, dass das plötzlich auf null runter war. Das hatte ich nicht gesehen. Normalerweise hätte ich auch rausfliegen müssen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Jetzt kacke ich grandios ab, damit rechne ich schon. Muss nicht sein. Auf jeden Fall läuft die Maus jetzt vernünftig. Da sind keine Fussel mehr drunter. Kein Plan, wo die herkamen. Es ist immer toll, ja, es ist richtig. Ja, jetzt kann ich ganz leicht nach links und rechts und es läuft. Ganz leicht und ganz flüssig, ich verstehe schon. Wann hier noch so. Gut. Moment, wir müssen erstmal warten, was mein Bild sagt. Ihr kennt das Prozedere. Ja, wie sieht das aus, Clara, im Stream bei mir? Sieht das gut aus? Hat er auch hier ja, alles? So wie,
So wie früher, ja. So wie vorher. Gut, okay. Dann zähl runter, bitte. Okay, dann auf die Plätze. Fertig. Los. Konstruktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ah, das fühlt sich. Leider nicht möglich. Ach, halt die Schnauze, du möchtest gern Eva-Typ. So viel Erfolg noch abzutun. Ja, Frank, du machst ja auch gleich noch was, ne? Ja, der will auch gleich streamen, deswegen würde ich auch vorschlagen, dass das dann die letzte Runde ist. Weil ich würde den Stream ganz gerne von Frank verfolgen, wenn das okay ist. Ist das okay, Zipit? Ja, heißt was anderes. Und nein, das möchte ich nicht tun. Nee. Also, ich möchte ganz gerne, wenn dann leckere Schokolade haben, bitte, ja? Boah. Ja. Und die ist dann auch nicht so haarig, hoffe ich. Weißt du, Lars, ich bin ein Kopfkino-Mensch. Habe ich das schon mal erwähnt? Ah, nicht nur du. Ich habe gerade dieselben Bilder und denke mir so, nee, bitte, nee. Alles nur nicht das. Bitte. Dann hör einfach auf zu reden. Wie wär's denn damit? 1, 2, Lars kommt vorbei. 3, 4. Was? Hat er nicht gesagt? Nein! Melde mich wie befohlen. Sehr gern. Melde mich wie befohlen. Bereit zum Einsatz. Wird gebaut. In Ordnung. Natürlich. Das ist unfassbar. Was denn? Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Oh, ich glaube, ich habe den CP gerade gefunden. Wird gebaut. Melde mich in Ordnung. Wie entdeckst du den immer so schnell? Indem ich meine Minigunner losschicke. Einheit bereit. Wird gebaut. Genauso wie er. In Ordnung. Eine Taktik, die ich von ihm gelernt habe. Ich schlage ihn quasi mit seiner eigenen Waffe. Erwarte Ihre Befehle. Natürlich. Neue Bauoption. Wird gebaut. Wird gebaut. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Ja, so ist das. Einheit bereit. Ja, Sir. Jawohl. Sofort. Wird gebaut. Lauf doch. So. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Sofort. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Natürlich. Bestätigt. Wird gebaut. Bestätigt. Erwarte Ihre Befehle. Melde mich. Bam. Machst jetzt nur noch Cyborgs oder was ist los bei dir? Bestätigt. Vielleicht. Jawohl. Natürlich. Erwarte Ihre Befehle. Vielleicht. Nein. Überhaupt nicht. Bereit zum Eingang. Ja, Sir. Melde mich wie befohlen. Alter! Das ist doch nicht wahr, Mensch! Das ist keine Basisbesichtigungstour hier. Was ist denn los mit euch, Jungs? Mensch! Was ist denn das hier? Ausflug bei der SED oder was? Mann. Konzentriert? Okay. Sofort. Konstruktion abgeschlossen. Das sind. Und wie geht es den Leuten im Chat so? Okay. Was treibt ihr gerade so? Der Chat ist wieder mal sehr still. Bereit zum Einsatz. Die Typen beißen nicht, ihr könnt ruhig schreiben. Was? Okay, vielleicht lieber nur bei 10. Ah, geil. Melde mich in Ordnung. Sehr gern. Melde mich in Ordnung. Ach, schön, Clara. Herrlich. In Ordnung. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir. Einheit verloren. Kann ich mal gescheit lesen, wieso? Sofort, in Ordnung. Ja, Sir. Einheit verloren. Natürlich. In Ordnung. Sofort. Sehr gern. In Ordnung. Ich glaube, der Zepit mag meine Cyborgs nicht. Ich weiß gar nicht, warum. So. Von wegen, ihr könnt ruhig schreiben. Ja. Übung macht den Meister.
Und noch mehr Übung macht den Großmeister. Zepid ist so ruhig, das gefällt mir nicht. Der Plan. Bin gerade von meinem Sammler genervt. Konstruktion abgeschlossen. Kenn ich das Meister. Problem? Kenn ich das Problem? Wird gebaut. Wird gebaut. Eile mit Weile. Was war das denn gerade? Zelda? Nö. Nur irgendwas. Einfach so mal reingefeuert. Erwarte Ihre Befehle. Interessanter, warum lasst ihr es jetzt auf einmal ruhiger angehen? Also mal blöd gefragt, weil die Runden zuvor war es sofort, sobald ihr euch gefunden habt, war Kloppe. Kein Geld. Ah, okay. Auf beiden Seiten kein Geld. Das ist wahrscheinlich eher das Problem. Ist meistens so. Bei Command & Conquer, du hast... Ist ja auch im echten Leben so. Ja, du hast immer das Problem, egal wie viele Sammler du hast. Gut, es sei denn, du hast 12.000 Stück, dann ist es egal. Aber wenn du nicht so viele Sammler hast, dann dauert das immer, bis du erstmal Kohle reinkriegst. Und das ist mega nervig teilweise. Aber wie man sieht, es bremst den Zepid auch gewaltig aus. Konstruktion abgeschlossen. Ja. Ohne jetzt böswillig klingen zu wollen. Einheit bereit. Zu spät. Wird gebaut. Jo. Dann ist es so. Aha. Ihr wisst ja, Zepid ist Traitor, ne, und so. Immer. Hallo, Laszlo hat doch wohl eindeutig ein Bild, was beweist, dass du Traitor bist. Ja, klar, ich bin immer Traitor, weiß ich. In seiner kranken Welt, immer. Immer. Ich verstehe versteh nicht, was ich dem Mann getan habe. Du hast ihm seinen Zepid geklaut. Och. Er wollte eben halt nicht mehr mit ihm zusammen sein. Was kann ich dafür? Wird gebaut. Ja, Sir. Ja, Sir. Bestätigt. Oh, Zepid, wie stehen die Kurse? Wie die Kurse? Ja, welche Kurse wohl? Wird gebaut. Der Kochkurs, der Wirtschaftskurs, der Klokurs, was auch immer. Denk dir was aus. Jo. Also was man mal sagen muss, die Kamera sieht echt gut aus von der Quali. Von welcher? Von Zepid. Ja, meine sieht scheiße aus, weiß ich. Hier kriegen sie Trash zu sehen. Na, du könntest bei deiner Kamera vielleicht mit ein paar Filtern rumspielen, dass die bessere Farbqualität hat. Oh, Clara. Weißt du? Denn halt nicht. Den halt nicht. Wollte ja nur helfen. Alles gut, Clara. Ah ja, der feine Herr baut gleich direkt Geschütztürme. Oh, jetzt gibt's Kloppe. Gut, ist schon längst wieder vorbei. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich habe Verzögerung. Ja, tut mir leid, dass es zur Verzögerung kommt. Sind Sie hier bei der Deutschen Bahn? Nee, eigentlich nicht. Oh, das sieht aber gerade besser für Zepid aus. Ja, leider. Willst du mich verarschen, du Scheißdreckssammler? Fick dich. Ich wollte gerade sagen, mich kann er nicht mal mit Scheißdrecksammler. Das wäre komisch, weil ich bin ja nicht so ein Sammler. Ha, ha. Melde mich wie befohlen. Melde mich wie befohlen. Ja, Sir.
Bestätigt. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere das gerade voll, dass Sepi so konzentriert ist, dass er nicht reden kann. So, ich rede doch noch. Aber sehr wenig. Ja, ist halt so, ne? Ich bin eben ein anspruchsvoller Gegner für ihn. Sache ist halt, vielleicht gewinnst du dadurch, weil Lars halt auch ein bisschen noch kommentieren möchte nebenbei. Vielleicht ist er denn nicht voll bei der Sache. Hm. Das soll er mal ruhig glauben. Das soll er mal ruhig glauben. Er erzeugt weiter diese Illusion, das ist gut. Mhm. Ich sehe schon, der feine Herr baut fleißig Panzer. Ja, ein paar hast du zusammengesammelt. Ich sehe das schon. Ja, ja. Geh doch nicht immer weg, wenn ich da drauf tippe. Boah, ich kann das gar nicht mehr. Du konntest mal aus Angriffen, aber bisher erstaunlich gut ausweichen. Ach, der klickt die ganze Zeit weg. Hier kannst du reinkommen. Du hast gewonnen, du hast recht, fertig, Schluss, aus. Was ist denn da los? Wie, du gibst auf? Ja, ich hasse es. Du musst 2000 Mal auf Q drücken, weil er das jedes Mal wegklickt. Ich benutze die Q-Taste gar nicht erst. Ist mir viel zu unzuverlässig. Außerdem wusste ich gar nicht, dass man mit Q alle Einheiten auswählen kann. Mit Q weichst du aus. Ich habe dir das vorhin alle Befehle geschrieben gehabt. Ja. Ich hab die ignoriert, gekotzt. Kannst dich freuen, hast du zweimal gewonnen. Ja, jetzt drück da doch. So. Was? Gut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich drüber freuen soll. Ja, wieso? Du hast gewonnen. Ich hatte nichts mehr. Warum sollst du dich nicht darüber freuen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich tue es einfach nicht. Du konntest die ganze Zeit Panzer spammen? Obwohl ich einen guten Angriff abgewehrt habe. Und du hattest sofort eine dicke Armee. Also, du hast gewonnen. Hast du gut gespielt. Ja. Danke. Du hast aber trotzdem gut gespielt. Nee, das war eine Scheißpartie. Also von meiner Seite aus. Was sagt denn der Chat? Lebt er überhaupt? Der Chat sagt herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Trotzdem tut mir Zipit irgendwo leid. Warum tue ich dir leid? Weiß ich nicht. Es ist einfach so. Weiß ich nicht. Ich weiß es vielleicht nicht. Vielleicht erst deinen Stream beenden und das dann nochmal so? Ja, würde ich sagen. Auf die Art. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei allen, die zugeschaut haben. Würde ich sagen. Hast du gut gespielt, das muss man sagen. Du bist immer besser. Du hast mich jetzt zweimal geschlagen. Und das hintereinander, Wahnsinn. Ja. Ja, gut. Dann vielen Dank an alle, die dabei waren. Wir sehen uns bestimmt gleich bei Frank. Eventuell. Würde ich sagen. Dann. Ciao. Tschö. Tschüss.